Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen heute zu dem neuen Video. Heute geht es um das Thema, muss Pokémon überhaupt gut werden? Die Frage, die ich mir quasi stelle, ist, wir haben jetzt ja schon seit einer gewissen Weile Pokémon, die, sagen wir es einfach mal milder ausgedrückt, weit hinter dem zurück sind, was eigentlich in der heutigen Zeit Standard ist, was wir eigentlich von den Pokémon-Spielen erwarten sollten und was man auch erwarten darf. Denn wir reden ja nicht von einem kleinen Indie-Studio, sondern wir reden von dem weltweit größten und ertragreichsten Medien-Franchise der gesamten Welt. Und es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, was Game Freak macht oder die Pokémon Company. Also man muss ja mal ganz klar darstellen, dass ja quasi die Pokémon Company ja drei Leuten oder drei Parteien zu gleichen Teilen gehört. Game Freak hat 33% davon. Das heißt, die sind nicht irgendwie nur ein kleines Entwicklerstudio, die haben ein Drittel davon. Creatures Inc. und Nintendo den anderen Teil. Und die sind da schon dabei. Das ist ein mega Ding, wo jetzt nicht irgendjemand rausnehmen kann und sagen kann, ja, aber wir entwickeln ja nur. Es ist halt immer wieder leicht, irgendwelche Schuld irgendwo hinzuschieben, dass halt die Spiele in letzter Zeit halt diesen irre krassen Qualitätsverlust haben. Es hat mit Pokémon Schwert und Schild ja damals angefangen, dass die Naturzone eine absolute Katastrophe war. Ja, sie war leer, sie war hässlich, sie war super banal, klein, simpel und es waren Pokémon immer nur in irgendwelchen Haufen da. Erneut, ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass man mit diesen Spielen keinen Spaß haben kann. Es geht mir wirklich nur um die reine Qualität der Spiele. Und an dieses Problem, dass irgendwie gerade jedes Jahr ein Spiel rausgeballert wird und eben diese Spiele nicht diese Chance bekommen, auf ein vernünftiges Niveau gehoben zu werden. Wir reden hier immer noch nicht von Sprachausgabe, wir reden von einer wirklich schlechten Optik und das Spiel ist einfach in jedem Punkt qualitativ halt wirklich im Jahre 2000 hängen geblieben, während alle anderen gerade mit viel, viel besseren Grafiken und Sprachausgabe und allem Möglichen arbeiten. Bei Pokémon Legenden Arceus war es ja auch so, dass ich für mich ganz klar gesehen habe, dass auch an vielen anderen Punkten hier keine Arbeit und keine Mühe in dieses Spiel geflossen wurde. Das Spiel wurde gerusht, obwohl es nicht an der Anime-Lizenz hing. Hier wurde sich nicht die Mühe genommen, die Welt auch nur ansatzweise interessant zu gestalten, mal irgendwelche Bauten hinzupacken, die nicht zur Hauptstory gehören. Die Welt war eben nur voll mit diesen Bäumen, mit den paar Bären und mit Pokémon, die nichts gemacht haben und einfach nur rumgelaufen sind. Das Spiel war einfach nur ein Listenabarbeiten und das hat natürlich vielen gefallen und sehr vielen Leuten Spaß gemacht. Das ist auch völlig okay. Die Spiele haben immer so ein paar kleine Schritte in die richtige Richtung, ne? Aber im Großen und Ganzen waren die Spiele eine Frechheit. Also vor allem Pokémon Legenden Arceus in diesem Zustand nach draußen zu bringen, war schon echt verdammt mutig. Aber jetzt kommt eben der Punkt. Es hat ja geklappt. Es hat ja funktioniert. Pokémon Legenden Arceus ist für viele da draußen das beste Pokémon-Spiel ever. Sie hatten so viel Spaß damit und sie haben endlich das bekommen, was sie seit Jahren haben wollten. Pokémon Schwert und Schild mit der Naturzone hat den Leuten auch so viel Spaß gemacht, mit den Raids und so weiter. Die Leute ziehen einfach ihren Spaß daraus und es gibt einfach diese riesige Masse da draußen, denen das, was mich so hart stört, völlig egal ist. Und jetzt sind halt diese Trailer draußen zu den neuen beiden Pokémon-Spielen. Und diese Trailer sind schlecht. Also das, was man jedenfalls sieht, die Welten sind wieder mal einfach komplett leer. Man sieht wieder Pokémon nur in Haufen und generell ist das Spiel grafisch wieder mal im Jahre 2005, diesmal vielleicht hängen geblieben. Und auch hier wird es keine Sprachausgabe geben. Und es wird einfach wieder ganz, ganz viel fehlen. Und das Witzige ist, man hat ja kurz gesehen, wie Pokémon heutzutage eigentlich aussehen sollte. Wir haben nämlich diesen kleinen Trailer gesehen, in dem ja die legendären Pokémon vorgestellt wurden. Die Signature-Pokémon in diesem Fall. Und der sah genial aus. Und da war ja der Punkt bei mir, wo ich so ausgeflippt bin, wo ich gesagt habe, warum kann Pokémon nicht so aussehen? So hat Pokémon doch eigentlich auszusehen. Mindestens auf ein Niveau von Monster Hunter Stories 2, aber eigentlich noch mehr. So viele andere Spiele da draußen haben gezeigt, was man machen kann. Und Pokémon tut es einfach nicht. Und ich stelle mir halt die Frage, müssen sie überhaupt? Also muss Pokémon gut werden? Und ich meine damit nicht, um Erfolg zu haben. Ich meine damit nicht, muss Pokémon überhaupt großartige Spiele bringen, um sich zu verkaufen? Weil das müssen sie offensichtlich nicht. Da brauchen wir nicht zu spekulieren. Die Verkaufszahlen von Pokémon Arceus und von Pokémon Schwert und Schild sprechen für sich. Pokémon Schwert und Schild ist eines der erfolgreichsten Pokémon-Spiele ever aller Zeiten. Selbst die Remakes, in denen absolut nichts an Arbeit drin steckt, die nichts gemacht haben, wo der ganze Content, der ja eigentlich die Spiele großartig gemacht hat in Gen 4, gestrichen wurde. Diese Remakes waren absolut schwach und die haben sich verkauft wie geschnitten Brot. Pokémon
verkauft sich einfach so unfassbar gut. Aber jetzt kommt eben der andere Punkt. Die Leute haben halt auch Spaß damit. Und da frage ich mich jetzt halt, bin ich einfach der Pechvogel jetzt? Bin ich jetzt einfach mit meinen Ansprüchen an dieses Franchise, die meiner Meinung nach jetzt halt auch nicht so hoch gestochen sind? Ich möchte halt einfach nur, dass diese Pokémon-Spiele eine vernünftige, gute Optik bekommen. Eine Welt, wenn sie halt schon in diesen Open-World-Aspekt gehen, weil das ist ja deren Entscheidung. Sie können ja auch einfach die Base-Spiele so machen wie bei Schwert und Schild im Hauptgame. Dann bin ich ja zufrieden, dann stört mich die Grafik auch nicht so. Aber wenn sie halt ein Open-World-Spiel machen und große, tolle Welten gestalten, dann müssen diese Welten auch gut aussehen, weil sonst fehlt die Immersion. Sonst will man nicht in so einer Welt rumlaufen, wenn alles scheiße aussieht, alles leer ist und die Pokémon nur ein paar Haufen da rumstehen und nicht wirklich irgendwas machen. Wo ist denn da der Spaß? Aber ganz viele Leute haben damit Spaß. Das heißt, ich glaube einfach, dass ich in einer gewissen Minderheit sitze, die einfach sich an dem stört, was Pokémon aktuell da nach draußen scheißt. Und ganz viele andere, die haben damit einfach Spaß. Und das finde ich toll. Ich freue mich, wenn ganz, ganz viele Menschen damit da draußen Spaß haben. Und es kann halt wirklich sein, dass diese Pokémon-Community, die Pokémon-Fans oder wer auch immer diese Spiele kauft und damit Spaß hat, dass die damit so einfach glücklich sind. Jedes Jahr ein Spiel. Spiele qualitativ Rotzekacke, aber sie machen den Leuten halt Spaß. Also warum was ändern? Also jetzt wirklich mal, warum was ändern? Warum sollen sie denn jetzt, ich sag mal, 3 Jahre noch mehr entwickeln? Dann haben wir halt nur ein Spiel alle 4 Jahre oder alle 3 Jahre. Die sind dafür dann großartig. Aber ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele da draußen es lieber bevorzugen, jedes Jahr ein Spiel zu bekommen, was denen irgendwie dann doch wirklich Spaß macht. Das ist denen, glaube ich, tatsächlich irgendwie lieber. Dann haben sie ganz viel Pokémon. Pokémon wird sich nie auf ein vernünftiges Niveau erheben, weil sie es nicht müssen. Aber weil sie es anscheinend ja auch gar nicht irgendwie, die Erwartungen irgendwie da sind. Und das finde ich so spannend. Und da denke ich im Moment tatsächlich viel drüber nach. Manchmal ist es einfach so, dass ein Franchise sich in eine gewisse Richtung entwickelt, einen gewissen Weg einschreitet oder eine Entscheidung trifft, etwas verändert, was dann halt einem gewissen Prozentsatz eben nicht gefällt. Aber vielen anderen gefällt es dann. Und dann hat man vielleicht einfach manchmal Pech, wenn einem einfach nicht mehr das zusagt, was man da jetzt bekommt. Dann ist das schade, aber im Endeffekt macht das ja niemand, um dich dann direkt zu ärgern. Und ich glaube einfach, dass ich in diesem Fall in einer Minderheit sitze, die sich einfach extrem daran stört, dass Pokémon auf dem GameCube-Niveau festhängt und uns nichts weiter bietet und die Spiele halt immer rushed und immer so leer sind. Und mich stört das. Und ich kann da einfach den Spaß für mich eben nicht mehr abgewinnen, weil ich nicht darüber hinwegsehen kann. Ich kann nicht über diese Pokémon-Legenden Arceus-Pixel hinwegblicken. Ich kriege da Augenkrebs. Ich kann nicht daran hinwegblicken, dass diese Spiele einfach nur eine hingekotzte qualitätsmiese Mistkacke sind. Und das ist dann mein Problem. Habe ich so für mich bemerkt. Das ist mein Problem. Und also, ich bin nicht komplett alleine, aber ich habe gemerkt, ich sitze da, glaube ich, in der Minderheit. Die Leute wollen so ähnlich wie mit FIFA. Stellt euch mal vor, FIFA sagt jetzt auf einmal, oh nee, wir setzen jetzt aber mal 2 Jahre aus, weil wir ein richtig gutes FIFA entwickeln wollen. Dann würden die Leute sich aufregen, dass sie jetzt dieses Jahr kein FIFA bekommen und das Jahr da drauf. Assassin's Creed war ja teilweise auch mal in so einem Zyklus, wo halt jedes Jahr sollte ein Assassin's Creed kommen und die Leute waren irgendwie glücklich mit dem, was sie bekommen haben. Klar, Assassin's Creed hatte nie den Anspruch, Nebenquests à la Witcher 3 oder hier Horizon Forbidden West zu bekommen. Aber das war denen okay, die hatten jeder ihr Spiel und waren damit halt irgendwie glücklich. Und wenn sich das erstmal so etabliert hat, dass die Leute halt einfach die Spiele lieber öfter haben wollen, dafür dann aber auch nur am gewissen Niveau, dafür haben sie damit immer so ein bisschen Spaß. Ich glaube, das hat jetzt gerade Pokémon halt für sich etabliert. Lieber häufig, lieber oft. Qualität, naja, recht schlecht, aber dafür haben die Leute halt regelmäßig ihre Spiele. Und ja, deshalb hat Pokémon sich, so wie es aussieht, einfach hart von mir wegentwickelt und von dem, was ich quasi haben möchte von Pokémon. Und das ist natürlich schade und solange ich die Spiele von Nintendo bekomme, werde ich sie mir angucken, aber ich werde da kein Geld mehr ausgeben für das, was Pokémon da aktuell gerade an Qualitätsstandard ansetzt an diese Spiele, weil ich das nach wie vor als sehr peinlich ansehe, als absolute Frechheit,
was uns da als Haupttitel, vor allem als AAA-Titel irgendwie verkauft wird. Das ist schon echt, also mutig. Pokémon Legenden Arceus war für mich auf einem Niveau mit Cyberpunk oder anderen absoluten Katastrophen da draußen. Spiele, die es eigentlich gar nicht so in dieser Qualität hätte geben sollen. Und trotzdem sind halt Millionen von Menschen da draußen, für die das das beste Pokémon-Spiel ever ist. Und das ist faszinierend. Und wenn das halt aber so viele sind, die das mögen, dann ist man halt in der Minderheit. Und dann muss man das halt manchmal einfach schlucken. Und das muss ich in diesem Fall tun. Ich muss schlucken, meine Damen und Herren. Und so ist das Ganze jetzt. Und deshalb noch einmal die Frage in den Raum. Muss Pokémon überhaupt gut werden? Nicht nur anhand der Verkaufszahlen, sondern anhand sind auch ein Großteil der Leute damit zufrieden, was da aktuell passiert. Wie ist das bei euch? Seid ihr damit zufrieden oder sagt ihr euch, na, lieber jetzt nicht 4 Jahre entwickeln, dann haben wir halt so einen Breath of the Wild-Zyklus, weißt du, alle 5 Jahre ein geiles Zelda, dafür bangt es auch. Ich habe lieber jedes Jahr ein Spiel und habe damit halt nur so ein bisschen Spaß. Ist halt eine Ansichtssache, ne? Schreibt es gerne in die Kommentare, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Tim sagt Tschüss, macht's gut, ciao, ciao.